Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transim World 3. Ja, also jetzt machen wir heute mal unseren zweiten Anlauf. Also so gesehen schon dritten oder vierten Anlauf. Von dem Szenario Arosa südwärts. Das heißt, wir müssen den Berg hochfahren bei schönem Wetter. Und ja, irgendwie bin ich beim letzten Mal ein Signal überfahren an mein Gleis. Und ach, ihr kennt es. Aber trotzdem nochmal, willkommen am Bahnhof Chur. Sie wurden heute für den ersten Zug des Tages mit einigen zusätzlichen, ich mach nochmal durch, mit einigen zusätzlichen Güterwagen eingetragen. Steigen Sie in den Zug ein und fahren Sie zu Chur Bahnsteig 2, um die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Ja, das kriegen wir hin. So. Wir setzen uns hin. Totmannschalter ein. Hauptschalter ein. Den nach vorne. Bremse komplett lösen. Die Bremse auch lösen. Ah, Mist. Fehlt das Stückchen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Licht. Wir brauchen Zugbeleuchtung. Wir brauchen. Zugsammelschiene ist an. Hauptschalter geschlossen. Ja. Sollte wohl klappen. Dann fahren wir erstmal in unseren Personenzug. 10 Meter nach vorne. Wir müssen daran denken, das war irgendwie hier ein rotes Signal haben. Beziehungsweise ich glaube ein Schild war das nur, wo wir stehen müssen. Oder wir müssen vor irgendeiner Weiche stehen. So genau habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Aber irgendwie war einmal letztes Mal da vorne vergeigt. So. Warte mal, muss ich die Weiche ändern oder? Ah, die hat sie automatisch gestellt. Sehr schön. Was brauchen wir noch? Genau, Spiegel müssen wir noch ausklappen. Führerstandsbeleuchtung kann natürlich an. Mal die Luke runter. Guck mal. Ach, genau, war hier Spiegel verkehrt. So. Ich dachte, die muss die Weiche nicht umstellen. Oh, Spiel. Ja, okay, das war ein Satz mit X. Mach jetzt mal. Also nochmal vorfahren. Ja. Beim Anfahren muss man halt aufpassen, nicht, dass man entgleist, ne? Also nochmal, wir müssen jetzt mal gucken, wieso ist die Weiche nicht so, wie ich die haben will? Steht doch über der Weiche, naja. Die Weiche hat nicht geschaltet. Als Schlimmeres, das ist sogar eine richtige Weiche. Oh, geht das schon wieder los, ne? Jetzt habe ich mich auch noch festgefahren, einmal rausgebackt. Ja, ne, aber hier ist. Nichts Gescheites. Okay. Das heißt, nochmal neu starten. Ja. Ja, ein bisschen blöd gelaufen. Wahrscheinlich standen wir noch mit dem Wagen dann noch mit der letzten Achse auf der Weiche, aber ich glaube nicht.
hinsetzen. Brauchen wir noch Licht. Kommen wir jetzt hier auf. Ich habe keinen blassen Schimmer. Spitzenbeleuchtung 3, den an. Farbplanbeleuchtung, ja, die können wir mal ein bisschen ansetzen. Das brauchen wir noch. Oh! Wir haben vergessen, die Lokomotive anzusteigen. Das ist natürlich auch so eine Sache für sich. So. Also nochmal neu. Ist natürlich so eine Sache für sich, wenn man da an so einem Punkt vorbeiläuft, ne? So. So, was brauchen wir noch? Wir haben das, das, das. Wir haben hier, den können wir so lassen. Die steht so, ne? Regler Instrumentenbeleuchtung kann hoch. Schön verriegeln. So. Wie gesagt, beim Anfahren müssen wir nachher halt mal gucken, dass wir ein bisschen softer hinkriegen. Ach genau, wir müssen an dem Signal noch vorbei, deswegen. So, jetzt aber. Mhm. So. Jetzt sollte alles klappen. Ja, sieht gut aus. Haben wir jetzt eigentlich das gleiche? Ne, jetzt haben wir Domart Ems. Interessant ist auch jetzt bei der Lok wiederum, sind die Sachen einfach nur aufgeschrieben. Manche haben die als Emblem, andere haben dann wirklich nur drauf gekrickelt. Ja. Naja. Mal am Schatten orientieren. So. Ah, noch eine Wagenlänge ungefähr, ne? Bisschen mehr. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So, und jetzt müssten wir quasi dran sein. So.
Aber wenn ich mich nicht verschätzt habe, müsste halt genau hinhauen, aber halt sieht gut aus. So, haben wir. Dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? So, den Gang nach vorne. Kann ich den eigentlich... Ich kann auch wirklich Bremse... Ich kann nicht, geht. Also es geht wirklich, ich kann... Ich kann Motorleistung lassen. Weil dann springt er auch wirklich an, aber es geht. Das ist schön. Das steht nur natürlich auf 60. So, lass den mal auf 20 km/h. Und dann fahren wir mal durch die Rosaberge, der keine Ahnung, wie das da genau heißt, in den Alpen. Dieses Kanton, in dem wir uns gerade aufhalten, aber ja. Aber erstmal müssen wir eh durch Chur. Und ja. So, einmal nochmal die Chips reingreifen. Lecker, lecker, lecker. Beim Kreuz müssen wir stehen bleiben. Luke auf. Gucken wir nochmal raus hier. Ja, man sieht natürlich nichts. Ich würde hier auch mal im Fenster runter machen. Gucken wir mal hier raus. Geht auch nicht. Machen wir mal die Luke wieder zu. Welche Jahreszeit haben wir eigentlich? Das ist eine gute Frage. Haben wir irgendwo hier eine Uhr? Bestimmt haben wir irgendwo eine Uhr. Helligkeit? Ne. Fahren wir nach Rosa. Ne, keine Uhr. Ah doch, 11. Juni. Oh, wir haben Sommer. Ja, okay, wenn wir Sommer haben, ne, brauchen wir eigentlich auch einen stärkeren... Machen wir den mal stärker. Und ich kann ja irgendwie mir auch den Ventilator anmachen. So. Das, das, das. So, was brauchen wir denn noch? Führerschaftslifter auch an. Muss hier unser kleiner Ventilator umdrehen. In der Hoffnung, dass wir hier auch wirklich gut durch den Sommer kommen. Und ja. Ja, was mir in den Videos aufgefallen ist, die Züge pfeifen hier gar nicht in der Ortschaft, sondern die fahren einfach leise durch. Mit ihren 20, 30 Sachen. Quasi wie eine Straßenbahn.
Aber gut, wenn da jetzt einer noch im letzten Moment meint, über die Straße vor uns zusammen, sollte ich natürlich pfeifen, ist ja klar. Wäre ja sonst schlecht. Ich kann die Tür während der Fahrt öffnen. Ey, hammerhart. Interessante Sache auf jeden Fall. Ja, hier gibt es auch noch Sachen zum Einsammeln. Ja, mal schauen. Vielleicht kommen wir noch manchmal hier in dem Bereich der Station raus. Wer weiß. Aber hier, die stehen ja auch allerartig. Jemand näher, da steht sehr gut, mitten auf der Biegung. Die Kollegen, die warten jetzt natürlich auch, dass wir hier durchkommen. Mann, gut, die Ampeln sagen alles, ne? Außer, dass sie nicht funktionieren. Schade eigentlich. Dann lassen wir die Leute mal eben ein- und aussteigen, ja, ne? Und dann geht gleich mit unserer Schmalspurbahn die Berge hoch. So. Echt? Die 2 Meter hätten gereicht, damit die Fahrt kriegen. Aber ja, mit dem Kumpelspiel muss man mal gucken. Das ist krass. Da waren wirklich nur ein Meterchen mehr und die wären dann nicht dran rausgekommen. Eieiei. So, ab hier ist 25. Schatz, du bist auf dem Schild. Ja. Mal schauen. Also Signale, ich weiß nicht, ob ich es jetzt zwischenlesen kann oder nicht. Ich gehe davon aus. Also schneller als 30 ist hier eh, oder 35 ist hier eh irgendwo. Von daher wird das schon schief gehen. Und ja. Dann fahren wir hier mit einer der schönsten Strecken im Spiel, mal eben den Berg hoch. Aber interessant ist halt wirklich auch hier, dass hier keine Einbahnstraße ist, ne? Ich meine, das hatte ich schon mal erwähnt. Hab da sicherlich jetzt auch in einem dieser Videos schon gesehen, die ich im Anschluss dabei angegangen hatte. Also hier ist keine Einbahnstraße. Ja, und hier haben wir das alte Betriebswerk, welches aber nicht mehr von der hessischen Bahn genutzt wird, sagen wir mal so, dass jetzt wohl irgendwie ein privates Unternehmen drin, die ihre Fahrzeuge da drin warten und zwischengelagert haben. Ja, auch gut zu wissen. Ja.
Was steht denn da drauf? Und ab hier ist 33. Ich denke mal, ne? Nee, passt nicht. Dann haben wir jetzt 30. Ab hier ist 30, gut. Also ich sage, wir dürfen 30 fahren. Wenn ich das richtig habe. Ja, sag ich ja. Sehr gut. Interessanter ist die Frage, unter welcher Voraussetzung wir gleich auf 33 beschleunigen dürfen. Das habe ich noch nicht raus. Das haben wir noch nicht raus. Meine 3 km/h machen jetzt auch nicht den Braten fett, ne? Aber. Okay, ach, hier muss man auch noch Sachen einsammeln. Warte mal, da hinten steht was außerhalb von Gehweg. 2 km. Da würde mich jetzt mal interessieren, ab wo darf ich 30 fahren? Ab hier wahrscheinlich 33, ich weiß es nicht. Sind 2 Punkte immer 33? Wahrscheinlich wird es die Lampe sein. Vermute mal. Wo ist das Lämpchen? Hier. Nein, das Lämpchen wart nicht. Hier ist das Schild. Aber ist eigentlich nur für Autos gesperrt, ne? Ab da, okay. Dann wird das untere Schild gewesen sein. Aber egal. Fahren wir mal gemütlich den Hügel hoch. Und bei jedem Halt, den wir jetzt vor uns haben, müssen wir mal zwischendurch speichern. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber landschaftlich wirklich schön, ne? Muss man schon sagen. Ach stimmt, ich wollte eigentlich ja mit Vollgas hochsammeln. Wo machen wir doch einfach mal? Wir wollten ja auch, stimmt, ich hatte ja gesagt, wir fahren nicht normal hoch, wir fahren bis zur Stelle, wo wir entgleist sind mit Vollgas. Machen wir das mal. Mal gucken, ob das geht. Mal gucken, was die Karre überhaupt bergauf kann. Stimmt, stimmt, stimmt. Weil hier unten sind wir ja schon gemütlich hochgefahren. Weil es kämpft schon ordentlich, ne? Also. Aber er beschleunigt noch. Bergauf, 50. Das ist wie mein erstes Auto. Der fuhr gerade auch so langsam beschleunigt. Aber es ging. Also wenn es runter 60 geht, geht hoch auch 60. Also bis dahin haben wir auf jeden Fall Luft. Mal schauen, was noch so kommt. Haben wir jetzt drauf.
60. Ab jetzt sind wir im kritischen Bereich. Ich speichere jetzt trotzdem mal eben ab. Falls wir rausspringen, dann können wir hier wieder einsteigen. Aber bis Lünen-Castiel will ich auf jeden Fall kommen. Bergauf, ey. Also Leistung hat die Kiste schon en masse. Da muss man dem linken Teil schon lassen, ey. Wir reden hier von einer Steigung von immerhin 6%, ne? In unserem Express. Ja. Noch sind wir im Rennen. Aber bergauf habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, was wir in der Zeit hinkriegen, ey. Das könnte es jetzt gewesen sein. Ah, schneller als 70 machen wir nicht. Ja, da ja. So, also mit 70 ist Sense. Hauptmenü. Aber wir haben ja gespeichert. Also mit 70 ist Sense. Also schneller als 60 kann man hier auch nicht fahren auf der Strecke. So, aber wir haben ja zum Glück kurz vorher gespeichert. Also so 60 halten war. Dann ist wirklich so die Grenze erreicht hier auf der Route. Joa. So. Ein bisschen langsamer werden hier. War ja direkt hinter dem Tunnel. Wir gehen hier mal auf 50 runter. Jetzt haben wir eigentlich keine Lichter. Darf ich überhaupt fahren? Ah, 35 sogar. Ah, okay. Länger gedrückt. Gedrückt halten. Aber das war auch die Stelle, ne? Die wir gerade nicht gepackt haben. Ich meine schon. Neu gemacht. Ne, die ist noch alt. Ach ja. Aber auch eine sehr teure Strecke hier, ne? Muss man auch mal so sehen. Also die haben wirklich gefühlt jährlich ja, Ausfälle von ein, zwei Monaten. Nur aufgrund von Steinschlag oder Gleisbett hat verrutscht oder so ein Kram.
weil hier wirklich Bewegung im Boden ist und halt in den Bergen. Also es ist wirklich mit einer der teuersten. Das war hier, ne? Ja. Das ist also wirklich eine teure Strecke. Was krass ist, das Bahnunternehmen muss für die Kosten komplett selber aufkommen, in der Regel. Und die können sich das auch leisten. Wenn man in Deutschland, wäre diese Strecke garantiert schon längst stillgelegt worden. Aber gut, so sind die Schweizer, hier haben wir wieder 33, ne? Ja, noch nicht, aber gleich. Ja. Problem ist natürlich auch in den Tunnel, man sieht nichts. Man sieht einfach nichts. Wir jagen hier mal schön die Berge hoch, ne? So, ich würde sagen, wir speichern nochmal zwischen, falls wir doch nochmal rausfliegen, ja? Ich will jetzt wirklich oben ankommen. Und wie gesagt, ab dem einen Bahnhof, wo wir vorhin, also neulich mal die Wagen da rausgesprungen sind, da machen wir noch normal wieder weiter, so wie es sein soll. Das ist aber nicht Lünen-Castiel, sondern noch ein anderes Kaff gewesen. Meine ich, ne? Mit 70 durch die Schafkurve, ey. Halleluja. Ja, wirklich knapp 70 drauf. Vor allen Dingen die ganzen Schlangenlinien, ne? Mhm. Ah, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Boah. Ja. Ah, Mist. So, also nochmal. Aber wir haben ja gerade wieder gespeichert. So. Ah ja, gut. Also mit 50 durch diese Kurve schon wieder schwierig. Oh, wir waren bei 70, ne? War jetzt... Der Konsorte steht so, das ist alles noch ein Maximum, ne? So, was brauchen wir noch? Ich will die komische kleine Lampe da haben. Ich weiß aber nicht, welcher Schalter das jetzt war. Aber ich komme da auch nicht so vernünftig dran, ey. Ah, ne, hier noch nicht. So, das war die Kurve. Genau. Und jetzt sagt er, 50 geht. Ich sag, 50 geht. 50 ist hier machbar. Gut, geht alles. Speichern nochmal. Sehr gut. Oh.
Das könnte knapp werden. Ah, hat er gepackt. Sehr gut. Ja, in den Tunnel rein. Rechtskurve. Wo sind wir denn jetzt? Ah, Rechtskurve, Linkskurve. Die wird auch wieder heftig. Na komm, wir speichern mal am Tunnelausgang. Können wir noch was riskieren. Und die Kurve müsste gehen. Die nächste wird heftiger. Aber das riskieren wir auch damit, 60 durchzusammeln. Oder... Ja, doch, kriegen wir hin. Das schaffen wir nicht. Da noch so. Oh, da kommt wieder scharfe Kurve. Aber passt. Es geht, es geht, es geht. Aber trotzdem krass, dass die auch schnell genauso hochfahren. Auch hochfahren, auch genauso, fast genauso schnell wie runter. Linkskurve. Oh. Ach genau, geht jetzt bergab, ne? Aber wirklich schneller werden wir hier gerade auch nicht. Sollen wir eigentlich da sein? 57. Bin mal gespannt. Hier ist 30. Wenn 30 kommt, ist das wieder so eine Kurve, die kann man nur mit 50 reißen. Aber schneller fahren wir jetzt ja zum Glück nicht. Ja, so ist das quasi, wenn würde man hier mit dem Expresszug fahren. Ich will gar nicht wissen, wie das als Fahrgast hinten drin ist. Erinnert mich so ein bisschen an diese... War das Mini-Werbung? Ne, ich weiß nicht, gab mal in den 90er Jahren. Ende 90er, Anfang 2000er so eine Autowerbung. Geländewagen oder Sportwagen oder so. Und hat Papa den Wagen genommen. Fährt damit quer durch so ein Baugebiet mit Vollgas durch. So nochmal noch mit dabei, weil da musste irgendwie eilig gehen. Und ganz zum Schluss. Ah, wie findest du den? Man kam nur als Spruch zurück. Mama hätte bestimmt gekotzt. Ja, und ich glaube, wenn man jetzt hier hinten als Fahrgast sitzt, wenn man sich nicht gerade auf den Sitzen überhaupt halten kann, weil man weiß ja nicht mal, was kommt. Du siehst ja nur. Wir sehen ja was. Im Wagen drin siehst du ja noch nicht mal was. Das sieht ja quasi so. So aus. Und wirst ja nur hinterher geschubst. Ich hoffe, wir entgleisen jetzt nicht.
Da nochmal eine scharfe Kurve. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Und 4,9 Kilometer haben wir. Oh. Ah, wir hatten so 80 drauf, ey. Das war jetzt neuer Rekord mit der Lok. Eieieiei. Also. Wir haben es aber noch nicht ausgereizt hier. Wir sind noch nicht auf Vormax gefahren. Sollen wir da sein? Aber haben wir gleich eine Viertelstunde Gewinn gemacht? Ist auch nicht schlecht. Aber wenn wir das Tempo so beihalten, 10 Minuten locker. Ich soll vielleicht nochmal zwischenspeichern. Zack. So. Ah, ja. Oh, Moment, gehe ich auch schön wieder berghoch hier. Ach ja, ach, hier ist 30. Wir fahren 65. Guter Schnitt, ne? Oder was haben wir jetzt genau? Ja, 63. Ist ein guter Schnitt. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Glück gehabt. Linkes Gleis wäre in Hose gegangen. Linkes Gleis wäre so von Hose gegangen. Was wir machen sollten, Vakuumpumpe auf Vollgas. Und haben wir jetzt noch 70. So. Bremse sollten ein bisschen stärker stellen, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Also das hätten wir jetzt hier auf jeden Fall nicht geschafft mit den knapp 70, 80 Sachen. Aber ich will diese Lok mal ausfahren. Weil ich habe Erfolge eh ausgeblendet, ne? Ja. Knapp werden, aber wie gesagt, das geht. Ja, passt. Wenn sie nicht zu schnell werden, sollte halt auch gehen. Ja, zack, und über die nächste Brücke. Eieieiei. Aber wir müssen vorher natürlich noch irgendwie 10 Minuten wieder warten. Ist auch klar. Aber immerhin haben wir zwar ein bisschen was gespart und wir hatten ein bisschen Action hier.
Ja, moderne Bogenbrücke. So. Bahnhof kommt gleich. Die nächste Station bei unserer Achterbahntour Langwies. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ziemlich genau 10 Minuten zu früh. Ja, hätte auch schlimmer sein können, ne? Und wir haben immerhin schon mal 10 Minuten rausgeholt. Also, man kann auf der Gesamtstrecke, glaube ich, wirklich eine halbe Stunde rausholen. Na ja. Und die auch wieder auf locker stellen. Akku drückt auf 1. So. Gut, also wir müssen auf jeden Fall warten bis 58. Ja. Wir bleiben jetzt natürlich hier stehen. Ich würde sagen, ich kürze das Ganze ab. Wir sehen uns dann nach einem kurzen Szenenwechsel in 10 Minuten wieder. Ja, und dann sage ich mal bis quasi gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Und ja. So auf den Gegenzug warten, der da hinten irgendwo mal kommen müsste. Da hinten, weiß ich nicht, wo der jetzt rum. Da zippelt er schon rum. Und wenn der Kollege dann da ist, dann dürfen wir auch raus. Machen wir die Türen langsam zu. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Das Coole ist ja, mit dem God Mode kannst du ja wirklich schön nah ranzoomen. Man sieht, wie weit das eigentlich weg ist, ne? Also, das ist natürlich schon cool. Man sieht noch nicht mal den Fahrdraht auf der Distanz, aber also die Renderdistanz, ab hier ist Oberleitung. Ab da ist sie. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Türen zu. Dann geht das los mit gemütlich den letzten Rest fahren. Wir sind im Übrigen jetzt hier, also ist nicht mehr ganz so weit. Von daher, mal schauen. Ich denke noch eine gute halbe Stunde. Dann müssten wir am Ziel unserer Reise angekommen sein.
haben wir hier 30, ne? Ja, ein Minütchen müssen wir noch warten. Und hier haben wir auch nur noch Rückfallweichen drin, wenn ich das richtig habe. Bedient werden die ganzen Bahnhöfe mittlerweile nicht mehr vom Personal hier auf der Strecke, außer ganz oben und ganz unten. Wurde aber schon in den 80er Jahren eingestellt. Ja. So. Ich hoffe, wir auch gleich wirklich gut wegkommen, ohne zu entgleisen. Ich würde sagen, wir speichern mal eben. Nochmal schauen. Ja, ist eine Rückfallweiche. Und wir sind nicht entgleist. Ah. ...33 dürfen wir hier rumeiern, wenn ich richtig hab, ne? Ja. Erkennen wir an den beiden Strichen. Warum nur 33 ist, weiß ich auch nicht, aber... ist okay. Dann müssen wir mal nach Litzi Rützi oder wieder da. Litzia Rüti, so rum. Ganz geschmeidig. Ah. Aber dieser Panoramaausblick, ne? Und da hinten waren wir auch vorhin. Wie weit man hier in der Tal reingucken kann. Schade ist jetzt. Warte mal. Mal rausgucken. Bis da hinten hin. Das ist schon cool. So. Ja. Dann tingeln wir jetzt mal erstmal die nächsten 2,5 Kilometer oder 2 Kilometer. Ich schätze mal erst 2,5 mit den ganzen Serpentinen, vielleicht auch 3. Ganz geschmeidig dahin. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Ganzen ruhig mal einen Daumen nach oben. Oder gefällt. Tut es ja eher. Wir sind ja noch nicht fertig. Ja. Und schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt häufiger Zeug, wenn ich irgendwie, ich sag mal wortwörtlich, jemand vergeige, dass dann bis zu dem Punkt wieder die Strecke komplett mit aufnehme und dann halt auch nicht richtig spiele, so wie es sein sollte, sondern wirklich wie ein Spiel behandle, also sprich auf Vollgas dann dahin semmel. Ihr da auch teilweise Fehler drin habt oder so, wie jetzt gerade eben. Wollt ihr das mitsehen? Ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So, und jetzt hol hier gemütlich mal den Berg hoch, ey. Eieiei. Zeigt er mir eigentlich an, wie viel Grad ich habe? Oder wir haben? Eine Temperatur? Oder habe ich hier irgendwo Thermometer oder sowas an Bord? Nee, ne? Hier kann ich auch nichts rumspielen.
An der Helligkeit kann man nichts ändern. Hier kann ich auch nichts rumspielen. Ne, das ist nur Deko. Oder hat der irgendwo sogar ein Thermometer? Ne, ne? Nö, nö. Worauf wir jetzt gar nicht drauf geachtet haben, vorhin beim Rumheizen, wie die Armaturen und in welche Bereiche die geschossen sind. Wofür sind eigentlich hier diese Melder? Keine Ahnung. Aber 30 war richtig, ne? Ne, 35 sogar. Ja, okay. Dann fahren wir 35. Was mich mal interessiert, haben die ja eigentlich sowas wie SIFA, also sprich die ZS-Taste, wofür ist die überhaupt? Wir gucken mal. Rätische Bahn ist das Ding, ne? Lalalala, Zusicherung zu ZSI 127 von Siemens. Bei der Ritsch alle Signale des 200 Schwingenanzahlen Bestandsfahrzeuge werden nach und nach mit dem ZS ausgerüstet. Gut. Mhm. Zusicherung überwacht die maximale erlaubte Streckengeschwindigkeit und verhindert unter anderem Falschabfahrten. Okay. Haben wir auf jeden Fall nicht aktiviert, wenn es vorhanden sein sollte. Oder das Überfahren von geschlossenen Signalen bei einer Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit wird automatisch eine Zugbremsung eingeleitet. Bla bla bla. Nächste Station. Lizirüti. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, meine ich. Glaube ich. Gelbe Listen habe ich aber auch nicht gesehen. Aha, dann geht die Hupe nicht, wenn man gerade die Bremse betätigt. Interessant. Ja, dann geht die nicht. Man kann nicht pfeifen, wenn man bremst. Interessant. Achso, das wird gerade erst umgesetzt. Das ist Ende des 2022. Überwachen, bla bla bla. Im Auftrag, bla bla bla. Okay. Sollte vielleicht mal anhalten. So. Haben wir den Ballon eigentlich frei gemacht? Ja, fast. Hätte ich mal 3 Meter vorfahren können. Naja, gut. Egal, jetzt stehen wir. Zugsicherung auf Schmalspurbahn in der Schweiz. Sind die jeweiligen Bahngesellschaften, obwohl mit dem... Die haben Integra Signum. Bereits auf normalen System etabliert waren, eigene Wege gegangen. Insbesondere beinhalten alle auf den Schmalspuren eingebauten Systeme von Anfang an Zwangsstopp. Beim Überfahren eines haltzeigenden Signals. Ach, deswegen, dafür ist ZS wahrscheinlich. Muss man drücken, wenn man über ein rotes Signal fährt. Insgesamt sind folgende Systeme im Einsatz. ZST 90. Hier vorne Zugstopp. Das einfachste System. Es ist daran erkennbar, dass die Magnete im Gleis Mitte hinter
hintereinander angeordnet sind. Die Magnete von Nordpol, Südpol führt zu einer Schnellbremsung. Wird hingegen zuerst der Südpol überfahren, gilt dies als Signalbegriff Fahrt. Nein, Cat Gaming, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Also müsste es so sein. Gilt dieser Zutat. Bei jedem Hauptsignal werden in einem länglichen Gehäuse zwei Permanentmagnete angebracht. Und zwar in Fahrtrichtung, in der das Signal gilt. An Nordpol hinterher. Grundkonstellation wird. Aha, Süd-Nord. Okay. Wurde wird CJ. Aha, Angebot, bla bla bla. ZSI. Abgleitzugsicherung induktiv, später hinsichtlich. Aha. So, Luke können wir schließen. Ist aber ebenfalls punktförmig, okay. Hat er noch einen Warnhinweis, okay. Betriebsüberwachung. So. ZSL. Linienleiter, Punktförmigzug, bla 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 bla. Ich weiß es nicht. Flughafen Kuala Lumpur. Warte mal, wie heißen die hier? Berner Oberlandbahn sind wir nicht. So. Wir sind auf der Rätischen Bahn, ne? Jetzt sag mir nicht. Ma, Wusa. Ja gut, also jetzt wollen wir nochmal eben hoch. Beim Anfang. Matterhorn. MGI, MGB. Rätische Bahn hat RHW M01, ZSI 90. Tegra 79 ersetzt die Zugsicherung mit Warnfunktion. Ja, interessant. Also. Luca war zu, ne? Türen waren zu, ja. So. Dann sind wir mal ein bisschen Zirüti wieder mit Vollgas durch. Mal schauen. ZSI 90. ZSI 90 Zugsicherung. Zugsicherung mit Linienleiter 1990. Entwicklung. Überwachung des. Ah, eine Unfallserie beim RBS und anderen Schmalspurbahnen in der Schweiz. Zeigt, dass das vorhandene System nicht tauchte. Aha. Beziehungsweise C-Bereich, D-Bereich. Ja. Das umfassen die zusätzliche. Also es gibt wohl Stellen, da wird man nachher auch noch ausgemessen, wie schnell man fährt. Haben wir aber noch nicht gehabt, anscheinend. Bremsart, Brems 100. Zuglänge, Höchstgeschwindigkeit, optional, nur betrieblich relevant, Führernummer. Ich weiß nicht. Wisst ihr, wie man das Ding aktivieren kann? Ja, zu anderen sind bei PCSL im Rangiermodus aktiv. Es kann dadurch eine Gefährdung von Zugfahrten durch Rangierfahrten minimiert werden.
Naja, gut. So, wir sollten mal gucken, wie schnell fahren wir gerade. 60. Ja, 60 sollte passen hier oben. Also, runter geht's auf jeden Fall. Sachen hier. Ja. Nächste Station, Lizzirüti. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kotztüten befinden sich unter den Sitzbänken, wenn wir nicht entgleisen. Da sind wir 70. So. Steht schon mal auf 30. Ja, passt schon. Wir fahren aber wirklich bis zum Ende vom Bahnsteig. Diesmal machen wir den Bahnübergang frei. Keine Menschenseele gerade, sondern am Bahnsteig, von daher alles gut. So, Türen geöffnet. Eine Runde zwischenspeichern, damit wir hier nicht nochmal hochsammeln müssen. Ja, wir haben wieder fast vier Minuten Luft. Läuft bei uns. Ja, dann können wir mal direkt. Ich glaube, entgegen kommt uns jetzt keins noch mehr. Ich riskiere einfach mal. 0,7, 0,5, 40. Machen wir 30. So. Sparen wir mal ein paar Minütchen. Ohne zu entgleisen, sehr gut. Bremse ist gelöst. Wir dürfen wieder, ich weiß gar nicht, 30 oder 35 oder so fahren. Ah, ich glaube 33. Ah, und dann sollen wir da drüben durchfahren, okay. Funzel kann man wieder ausmachen. Tisch und Pedalheizung. Spielheizung, normal Talfahrt. Einschalten. Führerstandslüfter, Führerstandslüftung. Fensterheizung. Rückstelltaste, die kann ich gar nicht nutzen. Müssen wir vielleicht im Maschinenraum. Vielleicht kann man da noch irgendwas einschalten. Oder haben wir hier oben noch irgendwo was? Ne, V90. Was habe ich denn hier? Betriebsart kann ich nicht ändern. Schluss. Hier ist sogar eine Klingel. Wofür ist die denn?
ich die runterziehen? Nee. Kann ich wirklich bis hier unten hinschieben? Krass. Ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, wie ich hier die Zugsicherung aktivieren kann und wie ich sie auch nutzen kann. Ja. Und schon krass, was so eine Lok schafft, ey. Also geschwindigkeitstechnisch. So, dann sind wir jetzt hier auch beim fast letzten Stück. Ja, zwei Stationen haben wir noch dazwischen. Ist ja nicht verkehrt. Interessant ist aber auch zu sehen, wie hier der Fahrdraht gespannt ist, ne? Habe ich so auch noch nicht gesehen. Na gut. Ach ja. So. Also er hat auf jeden Fall irgendein Zugsicherungssystem hier aktiviert. Aber wie das funktioniert, ich weiß es nicht. Schildschutzmodus, der Lüfter ein. Belastung an. Aber sonst keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Jetzt fahren wir die ganze Zeit mit Fernlicht. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Haspelgrube. Haspelgrube ist, glaube ich, auch nur eine Überleitstelle. Also sprich, eine Stelle als Ausweichgleis und mehr nicht. Die wurde noch nie bedient. Ein bisschen neuer aus. Ah, Bahnübergang. Hätte ich wahrscheinlich pfeifen sollen. Nächste Station, Arosa. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Glaube ich. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Dieser Zug endet hier. Im Namen der Rätischen Bahn bedanke ich mich für Ihr vollstes Vertrauen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise in unserem Expresszug. Ich bitte nochmal zur Erinnerung, Kotztüten befinden sich unter den Sitzbänken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Auf Wiedersehen. Wie heißen Kotztüten eigentlich? Heißt die wirklich Kotztüten oder haben die auch noch einen Namen? Tüten zur Magenentleerung? Ich weiß es echt nicht. Wie heißen die Dinger? Die werden aber wahrscheinlich nicht Kotztüten heißen. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Würde mich echt mal interessieren. Wie heißt der echte Begriff für Kotztüten? Kann ich die Lampe eigentlich runterziehen oder so? Nee, ne? Den kann ich auch nicht am Klemmbrett rumspielen. Nö. So. Jetzt hier ein Kieswerk. Alles klar. Warum auch nicht? Eigentlich müsste diese Ampel doch blinken, oder? Naja. Also das muss man ganz klar dem Spiel lassen. Aber ich glaube, in England ist halt auch nicht anders. Ja, Entschuldigung, die Chips sind echt mies, wie ich mir hingelegt habe. Also Straßenverkehr, zumindest Bahnübergänge und Ampeln, das sollten sie mal echt auf die Kette kriegen. Muss ich ehrlich sagen. Schade. Da geht das Potenzial hin. Also andere macht einen guten Eindruck. Aber hier die Skyline von Arosa ist natürlich auch schick. Muss man ganz klar sagen, ne? Aber krass ist auch die aufgeständerte Straße. Was hat er denn? Es piept irgendwas. Keine Ahnung, was das jetzt heißt. Halt! Halt erwarten oder so. Interessant. Warte mal, ich habe abgebremst, zack, ist Ruhe. Interessant. Interessant. Also Zugsicherung haben wir anscheinend doch aktiviert. Nur nicht verbaut auf dem Strecken, auf der gesamten Strecke anscheinend oder so. Ich habe keine Ahnung. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich entschuldige mich nochmals. Jetzt sind wir in Arosa.
So, haben wir unsere Reise bis hier oben zumindest schon mal geschafft. Ich weiß nicht, ob wir schon durch sind. Kann das sein, dass es noch weitergeht gleich? Nee, hier sind sie. Gut, angesichts dessen hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Weiß jetzt nicht, ich denke mal, die Tage kommen auf jeden Fall wieder zur Arosa-Linie. Wir haben da ja noch ein paar Strecken offen. Oder Szenarien offen. Ich glaube so 8 in der Zahl. Ich komme hier irgendwie nicht voran. Bis Weihnachten will ich dann alles auf jeden Fall durchhaben. Und ja. Mal schauen. Im Abspann findet ihr gleich oben links ein Video zur Rätischen Bahn, wie gehabt. Unten links landet ihr wieder bei der GE4-4-2 Schlag mich tot, wie diese Lok heißt. Und in der Mitte landet ihr natürlich bei TSW 3. So, wir machen die Türen zu. Vielen Dank für das Beenden der Aufgabe. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja. Wir gucken mal rein. Und? Computer sagt nein, doch. 30 Jahre später. Oh. Ob wir zu schnell waren? Ja, da war eine Kurve, da war eine Kurve, da war eine Kurve, da war eine Kurve, da war eine Kurve. Aber der Abstand von den Kurven ist ungefähr immer gleich, ne? Haben sogar schon mal fast die 80 angehangen. Und hier oben auch. Und das Coolste ist, obwohl wir so geheizt sind. Hier waren wir sogar langsamer. Geplant, hier waren wir auch langsamer. Ach so, stimmt, da war ich in der Stadt, da habe ich auch nicht Gas gegeben, ne? Aber hier waren wir 10 Minuten schneller. Ich meine, okay, hier unten hätte ich ja auch was rausholen können. Ja, und da haben wir nachher dann einen Zeitsprung drin. Ne, Quatsch, hier nicht. In Lützi-Rützi haben wir einen Zeitsprung dran. Genau. Ah ja, gut. Und hier, genau, unten Langwies mussten wir noch ewig warten, sonst wären wir da nicht weggekommen. Wahrscheinlich hätten wir wirklich so 20 Minuten rausgeholt. Ja, ist halt so wie das. Gut. Hauptmenü. Dann der Einblick zur nächsten Szenario-Geschichte, die kommen wird. Wie heißt das Ding hier? Zu den Zügen, Strecke auswählen, Arosa-Linie, Szenario. Also als nächstes werden wir die Lieferung von Holzstämmen machen. Übernehmen Sie einen Güterzug, der aus beladenen Holzwagen besteht, und bringen Sie ihn nach St. Peter Molinis. Ja, das ist unsere nächste Aufgabe. Dann haben wir noch unbeladene Wagen im Wunderland im Angebot, Touristenausflug, alpines Fotoshooting, die Open-Air-Reisen, irgendeine Überschwemmung, und dann kommen die Weihnachtsdinger. Wahrscheinlich auch den irgendwie am 23., den am 24. Ne, Quatsch, umgekehrt. Den am 24., den am 25. So der Plan. Aber das werden wir mal schauen. Wir sind ja noch ein paar Tage hin. Ja. Gut. Und damit sage ich dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer.